Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und heute möchte ich mit euch in diesem Video über Bill Gates sprechen und dann natürlich bin ich darauf angewiesen auf eure Kommentare, bin da sehr gespannt drauf, wie ihr dazu steht und wenn ihr da Theorien und ähnliches habt, wenn sowas mit einer Quelle belegt ist, ist das natürlich immer besser. So, und dementsprechend gehen wir jetzt auf ein paar Punkte ein und vor ein paar Monaten noch hätte ich so ein Video, glaube ich, gar nicht gemacht, weil ich habe das in einem Livestream im Olli-Kanal auch schon mal gesagt. Ich bin eigentlich ein, ich sag mal, Fanboy-Bewunderer von Bill Gates. Ja, ich bin mit dem Mann irgendwo in einer Art und Weise aufgewachsen. Das sind viele von uns, viele aus meinem Jahrgang auch im Speziellen, dass ich mit 4, 5 Jahren das erste Mal am Computer saß, habe mit MS-DOS damals schon rumhantiert. Dann ist das Ganze zu Windows 3.1, 3.11 und so weiter gegangen. Wenn man sich nie so im Detail damit beschäftigt hat, wie das ganze Windows-System auch entstanden ist und dass er ja bei Apple so ein bisschen abgeguckt hat, vielleicht sagen wir es mal so ganz nett, dann hat man ihn wirklich sehr, sehr stark bewundert für das, was er erreicht hat. Nichtsdestotrotz, wirtschaftlich gesehen ist es eine krasse Leistung, so ein Milliardenunternehmen aufzubauen. Jetzt wollen wir uns aber darüber unterhalten. Es gibt zahlreiche, die Bild-Zeitung hat es nämlich hier geschrieben, warum es über Bill Gates so viele Fake News gibt. Und da möchte ich auf den Artikel drauf eingehen, besonders respektive deswegen, weil ich ja vor ein paar Tagen ein Video gemacht habe, dass die Bild-Zeitung jetzt anders berichtet. Jetzt berichten sie aber wieder so rum. Also gar nichts mit von wegen, die haben sich jetzt komplett hier geändert. Nein, die versuchen einfach nur, alle Lager irgendwie passend zu bedienen in jeglichen Bereichen, sei es in Comedy, sei es im Unterhaltungsbereich, sei es bei solchen Verschwörungssachen, um da den Wind raus in Segeln zu nehmen, alles. Die nehmen alles mit, um möglichst große Reichweiten zu erzielen, ist meine Theorie dazu. So schreiben sie nämlich hier zum Beispiel, Gates finanziert die WHO. Und da heißt es hier Theorie. Gates finanziert die Weltgesundheitsorganisation. Und bevor ich jetzt auf die Fakten eingehe, die sie jetzt hier sagen, gehe ich auf das Fazit ein. Nochmal die Theorie. Gates finanziert die Weltgesundheitsorganisation. Fazit, die Theorie ist stark übertrieben. Allerdings gehört die Gates-Stiftung tatsächlich zu den größten Geldgebern der WHO. Sag mal, die widersprechen sich doch selbst, oder verstehe ich das falsch? Es geht nämlich im Speziellen darum, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung 2018, 2019 über 360 Millionen Dollar an die WHO soweit gespendet hat. Wir wissen das ja, Präsident Trump hat seine Spenden von den USA an die WHO, über 500 Millionen, meine ich, sind das ja auch soweit abgesagt. Das hat Bill Gates nicht gefallen, da hat er auch gesagt, das wäre nicht in Ordnung, bla bla bla. Dann weiterhin, seine Stiftung hat das Coronavirus entwickelt. Theorie, die Gates-Stiftung soll die Entwicklung des neuen Coronavirus finanziert und ein entsprechendes Patent angemeldet haben. Und das ist interessant, es gibt tatsächlich wirklich ein US-Patent, wo sie auf den Titel Coronavirus drauf bezogen wird. Was das allerdings ganz genau ist, das weiß man nicht so genau. Und hier heißt es nämlich nur, diese Gerüchte wurden inzwischen entlarvt. Es ist wahr, dass die Gates-Stiftung ein Forschungszentrum finanziert hat, das sich auf die Untersuchung von Viren konzentriert. Das Institut besitzt zwar ein Patent für einen Coronavirus, der Tiere, hauptsächlich Hühner, befällt, aber es besitzt kein Patent für das Coronavirus Covid-19. Ja, ist es denn so legitim, dass man ein Virus irgendwie entwickelt und besitzt, ein Patent auf ein Virus hat? Das finde ich sehr, sehr unangenehm. Ja, und dann auch vielleicht, wenn ich jetzt bei Heise gucke, und Heise ist ja auch ein, ich sag mal, eher linksorientierter Verlag, wie ich den empfinde, und hier speziell das Format Telepolis nennt sich das, vielleicht sollte man hier mal eher reingucken, ich verlinke euch das auch unterhalb des Videos alles, hier heißt es nämlich, die unter anderem von Bill Gates, Microsoft, Accenture und der Rockefeller Foundation finanzierte Digital Identity Alliance will digitale Impfnachweise mit einer globalen, biometrischen, digitalen Identität verbinden, die auf Lebenszeit besteht. Also wir sehen, dass sich hier irgendwo auch der Kreis schließt, wenn wir daran denken. Heute Morgen habe ich ein Video hochgeladen bezüglich Impfausweise, die es ja in Deutschland geben soll. Jetzt gibt es dann halt noch die Kombination dadurch, vielleicht auch durch Gates, durch Microsoft und so weiter, dass hier natürlich irgendwo ein Interesse ist, da vielleicht eine App für ihn zu entwickeln, irgendwie ein Chip, der da enthalten ist, der nachweist, jo, der ist geimpft, der darf dann halt heute hier zum Fußballspiel gehen, der nicht geimpft ist, darf das nicht. Also mittlerweile, glaube ich, sehe ich hier ganz große, zahlreiche Zusammenhänge und komme mir da auch schon nicht mehr so vor wie ein Verschwörungstheoretiker. Ich finde es halt sehr, sehr krass. Und ich habe mir jetzt Notiz auch noch gemacht, das war vor, ich glaube, 4, 5 Wochen ungefähr, habe ich beim Joggen nämlich geguckt, dieses Video, ist auch online noch zu
finden in der Mediathek und bei YouTube bei der Tagesschau. Bei der Tagesschau hat Bill Gates einen kleinen Auftritt, sag ich mal, gehabt mit Ingo Zamperoni, glaube ich, heißt der Kerl, dieser Moderator. Hat er nämlich so ein paar Fragen gestellt und er die beantwortet, Bill Gates. Und da frage ich doch mal in die Runde, warum darf Bill Gates, ein multimilliardenschwerer Unternehmer, sich satte und schreibe 9 Minuten dort äußern? Kennt ihr einen anderen Unternehmer aus Deutschland oder irgendwo aus der Welt, der das durfte? Und was qualifiziert und weist einen IT-Experten, was ich so wahrnehme, wie Bill Gates ist, denn auf einmal als absoluten Experten für Impfungen aus und darf da quasi, so habe ich das empfunden, schon eine deutlich krasse Werbung für seine Impfungen fahren. Also das finde ich sehr, sehr abstrus und kann das nicht so ganz nachvollziehen, besonders infolgedessen, dass das im Öffentlich-Rechtlichen auch noch läuft. Wenn das bei einem Privaten läuft, kann man das ja irgendwo noch nachvollziehen. Aber so finde ich das dann halt schon sehr, sehr krass. Genau, das war es eigentlich so, die Punkte. Das längste Video, glaube ich, mittlerweile hier auf dem Kanal, 6 Minuten. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Genau, eine Verschwörungstheorie, die war bei der Bild aber, glaube ich, nicht aufgeführt, ist ja auch noch, dass der Staat Indien oder das Land Indien Bill Gates verklagt hat wegen zahlreichen schiefgelaufenen Impfungen, wegen der Polio-Impfung und so weiter. Dazu konnte ich keine offizielle Quelle wirklich finden. Also ich habe einen Spiegelartikel gefunden aus dem Jahr 2012. Das ist aber nicht, dass Bill Gates oder irgendwie seine Foundation da speziell angeklagt ist. Also das kann ich nicht bestätigen. Deswegen, wenn ihr da speziellere Infos oder ähnliches habt, haut das gerne mal in die Kommentare. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet, was da los ist. Interessiert mich natürlich auch. Dementsprechend abonniert den Kanal gerne noch, wenn ihr neu seid. Und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten und ciao.